Was fällt diesem Kurando nur ein, dass er hier ein steinernes Geländerfragment in der Hand hält, während die Wüstennacht hier einbricht und die Chimäre immer noch neben uns umherflattert? Guckt euch das an, die Sonne geht unter, der Mond steigt irgendwo hervor, wahrscheinlich aus dem Uterus von der guten Omba, aber bis dahin wollen wir jetzt nochmal ganz kurz ein Grußwort an jeden von euch richten, ja? Denn wir wollen weitermachen, es soll weitergehen hier in Folge 263 von Dragon Quest Builders 2 Hakai Shinshido Takarapune Shima. Und diese Shima, diese Insel, trägt mittlerweile einen wirklich schönen Namen. Den möchte ich jetzt ganz sanft und seidig wie ein Pornoerotik-Darsteller aussprechen. Denn wir befinden uns immer noch hier auf Tomorrowland.風がそっと濡れた頬を拭えば辛い過去もきっと吹き飛ばしていく I'm just keep dreaming, dreaming, dreaming tired 話を聞かせて 鈍い呼吸が冷めた目泣いた後みたいだ Und jetzt wird es hier aber wirklich bitter, finster, dunkel hier auf Tomorrowland. Das ist ja schon richtige, richtige Geisterstimmung. Ich grusel mich in der Wüste, meine Güte. Jetzt wollen wir mal weitermachen. Ich habe in der letzten Folge, habe ich Wahnsinn. Ich weiß, was war eigentlich in der letzten Folge? Ist irgendwas passiert am Ende der letzten Folge? Ich glaube, ich war irgendwie... mein Kopf ist irgendwie auseinandergeflossen. Da ist mir Teer aus den Ohren gelaufen, aus allen Poren. Kam mir irgendwie der Wahnsinn raus. Ich habe hier einfach so eine stählerne Zunge in das Nichts gesetzt. Es ist ein schreckliches Bild, was ich hier geschaffen habe. Und ich will mich jetzt wirklich nochmal inständig bei jedem von euch entschuldigen, dass ich in der letzten Folge wahrscheinlich 4 bis 5 Minuten eurer wichtigen Lebenszeit geraubt habe. Das ist wirklich ein schweres Vergehen. Und ich will mich auch schuldig sprechen in dieser Hinsicht. Und ich muss auch wieder gut Machung leisten. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ihr könnt ja mal vielleicht ein paar Ideen dieser Art in die Kommentarzeile kleistern. Am besten mit einem Paragraphenzeichen, damit ich weiß, jetzt wird's rechtlich. Jetzt fängt der Jurist an, hier mich anzusprechen. Wir müssen auf jeden Fall mal hier was machen, ne? Also das geht nicht, das kann nicht sein. Vielleicht muss ich mal eine Sonderfolge raushauen, Doppelfolge oder irgendwie sowas. Aber dafür brauche ich erstmal noch ein bisschen mehr Zeit zum Produzieren. Denn in letzter Zeit ist meine Freizeit im Privaten leider etwas limitiert. Tut mir leid, also das merkt man ja auch aus einem Output. Da sind mal ein paar... Es ist wundersam, ne? Dass ab und zu mal ein paar Tage kommen, da kommt nichts. Da ist Kurando, der ist ganz, 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 ganz faul. Liegt da auf der faulen Haut und macht private Dinge wie Arbeiten. Unfassbar! Jetzt aber hier diese ganze Rotze abreißen. Ich finde das eigentlich ganz gut. Also, ich will diesen Lauf haben, aber er soll weiter oben sein. Also irgendwie oben sein und er soll kunstvoll geschmückt und verziert sein. Und nicht so. Das heißt, der Bahnhof, beziehungsweise der Bahnhof in Anführungsstrichen, sollte schon hier sein. Vielleicht ein bisschen weiter hier, aber na, ist doch schon... Ich weiß nicht. Nee, hier? Nee, wenn ich... Das Problem ist... Warte mal, Chimäre, komm mal. Komm mal. Mikiki! Sagt es oder schreit eine japanische Chimäre. Kann ich jetzt mal hier mal... Kann ich mal anlangen? Komm mal her. Lass mich mal an deinem Pörzel hier, an deinem Pörzel greifen. So, jetzt will ich fliegen. So, wenn wir hier nämlich weitergehen würden... Jetzt nur mal hypothetisch gesprochen. Ich geh mal weiter hier.
wenn wir hier dann durchbauen würden, diesen Bahnhof, seht ihr, dann wären wir hier nämlich gleich über dem Tal. Das macht ja gar nichts. Aber hier hätten wir ein Problem. Da müssten wir hier nämlich eine Bahnstrecke über den Feldern machen. Das wäre aber auch, das wäre eigentlich im Grunde wäre das ganz cool fast schon, oder? Also in gewisser Form wäre es cool, wenn hier so eine Bahn lang geht. Aber es wäre auch, glaube ich, ein bisschen over the top, oder? Too much, kann das sein? Vor allem müssten wir hier dann auch mal gucken, wo wir dann einen Bahnhof platzieren. Bahnhofsgelände, Bahnhofsbau. Hier vielleicht. Da, wo eigentlich die Melodie erklingen müsste. Aber nee, da haben wir einen kleinen Teich. Das ist auch nicht so gut. Lieber hier irgendwo, ne? Ah, Scheibenkleister. Das ist ja sein Debakel. Ich will ja auch die, nicht die Natur verschandeln. Das ist jetzt aber nicht gut. Wobei hier, das könnte ja als eigentlich die Schienen fast schon darstellen. Wäre auch gar nicht mal so schlecht. Hier vielleicht. Da müssten wir hier eine Brücke machen. Wollen wir das tun? Könnt ihr mir vielleicht mal schreiben sonst, oder? Wobei, da müsste ich erstmal auf eine Antwort warten. Ich bin so ungeduldig. Ah, Shido, was ist da? Och, der Arme, guck mal. Hängt er da fest. Hier muss auch noch Wasser gegossen werden. Ich hab auch Wasser nicht gegossen. Wasser muss gegossen werden. Ich fände das fast cool, wenn man den Bahnhof denn da... Warte mal. Lass mich mal ganz kurz nochmal hypothetisch agieren. Hier müsste es sein. Hier müsste es so quer... Hier quer rüberlaufen. Hier müsste es quer rüberlaufen. Boah, das ist natürlich echt schon... Wenn wir da eine Bahnstrecke machen, wäre schon krass. Ich kann ja mal... Warte mal. Ich kann mal was machen. Ich bin jetzt mal ein Frechdachs. Ich würde schon mit den... Fragmenten hier arbeiten wollen. Bei der Höhe bin ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher, aber ich glaube, da können wir schon auf dieser Höhe verweilen. Wie geil das am Ende aussieht, keine Ahnung. Kann ich euch leider nicht sagen. Kann auch ganz furchtbar aussehen und hässlich. Hässlichkeit in ganz neuer Facette sein. Aber wir sind eigentlich für alles offen. Und Schönheit liegt ja immer bekanntlich im Auge des Betrachters. So, das war jetzt diese Ollisch-Floskel, die man mal raushaut. Aber ich glaube, warte mal, wenn man das hier macht. Wenn man hier jetzt mal sagt, das ist eine Schiene, ich würde die 5 breit machen. Breite aber auch nicht. Und in der Mitte der Schiene würde dann, also in der Mitte der Brücke würden die Schienen laufen. Vielleicht eingefasst sogar. Lasst mich mal nicht lügen. Ich mach das erstmal so. Wenn wir das als Rahmen benutzen, oder ist das zu krass? Das könnte zu krass sein, ne? Haben wir denn dann noch vielleicht ein paar andere Steinchen, die da ein bisschen eleganter wirken, die auch nicht allzu kostspielig sind und die auch nicht den Aufwand so weit erhöhen würden, dass wir hier uns noch mehr verkalkulieren, wie wir es denn sonst so oft schon gemacht haben. Aus Gold natürlich wäre auch eine Möglichkeit. Aus Eis könnte man die Eisenbahnbrücke auch machen. Und fragt mich bitte nicht, wie es dazu kommt. Ich fände auch das hier ganz cool. Wie es dazu kommen konnte, dass ich jetzt auf einmal eine Eisenbahnbrücke baue, obwohl ich in der Wüste ganz andere Pläne verfolgt habe. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ihr lieben Leute, es tut mir leid. Ich gehöre gleich an den Pranger und mit Kohlrouladen beworfen. Das war eigentlich das richtige Schicksal für mich jetzt. Aber ich will jetzt einfach mal Hand anlegen. Ich will auch mal hier, ne? In die Hände rotzen und mal richtig schön hier einen rausklamüsern. So, kommt mal her. Sieht das scheiße aus. Das sieht richtig kacke aus, ne? Ah, nee. Also, wenn schon Kodando, denn schon Kodando. Ich fand das aber eigentlich ganz gut, aber es sieht so verrostet aus dann, ne? Dann haben wir hier denn die Grellen? Ja, ne? Machen wir es so. Das wird fein. Das ist jetzt, wie gesagt, die Prototypstrecke. Wir treffen jetzt zwar nicht ganz genau das, aber das macht doch nichts. Also ich agiere jetzt mal analog zur Bundesregierung, die auch gerne an gewissen Stellen wie in der Nähe Mannheim auch so Elektro für hier
für Trucks und sowas, ne? Für LKWs, Elektrotrassenstrecken hier planen und dann auch einfach mal so ein Prototyp-Strecken macht. Das mache ich jetzt einfach hier oben, wo niemand hinguckt, um mein Verfehlen dann zu erkennen. Vielleicht könnten wir auch hier ein bisschen futuristischen Charme mit reinbringen, wenn wir diese von der Arche ein paar Elemente nehmen. Ich weiß nicht. Oder ob das dann zu krass Dissonanzen auslöst im Vergleich zum anderen Stil. Ich weiß es nicht. Ich baue jetzt erstmal so. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Silber. Aber Silber können wir, glaube ich, unendlich machen. Können wir unendlich erschaffen. Hier haben wir nämlich da noch so ein bisschen was. So ein Bullauge und so. Oder hier. Gittern können wir auch machen. Aber es wird alles so ein bisschen... Weiß ich nicht. Zu modern vielleicht. Aber ich fände schon ganz cool, wenn wir hier eine Bahnstrecke hätten, die irgendwie hier mit einem Blick auf die Felder, das würde das, glaube ich, alles so ein bisschen noch ganz cool gestalten. Und von hier dann darüber. Kann man das denn wirklich so anbieten? Oder müsste das vielleicht dann auch noch ein bisschen breiter sein mit, keine Ahnung was, Ausstiegmöglichkeit? Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ah, das wäre vielleicht schon mal ganz gut. Ich versuch's jetzt einfach mal. Wir können es immer noch abreißen. Keine Sorge, es ist immer noch entfernbar. Weiß auch nicht, die Bauern da hinten, seht ihr das? Die Bauern, die da sich an der Felswand zusammenschmiegen. Irgendwas muss da passiert sein. Hier wird es dann rübergehen. Natürlich geradewegs erstmal. Hier ist immer eine ganz gerade Strecke. Und wir könnten hier dann runter in den Bahnhof. Einsaugen. Das ist bestimmt ganz cool, wenn man hier dann so richtig steil nach unten geht. Aber ihr merkt schon, wir brauchen weitaus mehr von den Blöcken. Kodando, du bist mir einer. Ja, ich stelle immer die anderen Projekte wieder hinten an. Ihr merkt das. Wir wollten eigentlich da hinten das verschönern. Aber es kommt noch, das kommt noch. Wenn man sich schon mal so ein paar Flausen in den Kopf gesetzt hat, und dann immer noch eine Maschimo hat, den Muskelmann, der ruft, oh, bau doch mal Maschinengeländer hier auf, du. Dann überlegt man sich das zweimal und macht dann doch nochmal ein bisschen mehr. Ich kann hiervon erstmal ein paar machen. Ein paar ist gut, ein paar viele. Dann müssen wir vielleicht auch mal zu den Öfen gehen und vielleicht noch ein bisschen was zusammenbasteln. Wir brauchen sehr viel davon. Das ist schon mal klar. An dieser Stelle schon klar. Ich gucke mal kurz. Ich habe ja hier auch... Das sind auch natürlich coole Dinger, wenn man das irgendwie als Rand oder Rahmen hätte. Könnte man damit wahrscheinlich auch die Bahnstrecke ein bisschen aufhübschen. Mit Eisen könnte man natürlich auch hier... Da bräuchte man noch ein bisschen mehr dann. Fände ich aber gar nicht mal so schlecht. Wie viel haben wir? Wir haben doch 999 plus. Wenn wir die als... nächstes Element nutzen oder ob das zu krass aussieht. Ich weiß es nicht. Kimire, komm mal her. Kimi nenne ich jetzt mal. Kimi, komm mal, lass mich mal fliegen. So. Am Zipfel angefasst. Und hier müsste es dann auch so langsam eigentlich dem Hang entsprechend runtergehen, ne? Vielleicht sollte man den Abfall hier dann wenig früher schon planen. Jetzt falle ich hier aber. Jetzt falle ich hier aber in Ungnade fast gleich. Meine Güte, komm. Also gut, ihr lieben Leute, ich fände das vielleicht mit dem Eisen ganz gut. Machen wir es denn? Where is it? Where is the iron? The iron! There we go. Sprich, ihr lieben Leute. Wieso? Ich würde aber... Nein. Halt. Das so machen. Aber... Jetzt kommt das dicke Aber. Muss ich gleich mal schauen. Ich fände es cooler, wenn das so wäre. Untermauert, unterfüttert. Das wird ein anstrengender Akt gleich werden noch. Hätten wir das erst gebaut, wäre alles besser, ne? Wir können aber immer noch hier ein bisschen Schadensbegrenzung machen. An dieser Stelle zumindest. Haben wir ja Gott sei Dank nicht alles ausgebaut. Wird natürlich... Ah, das ist so ein Gefummel immer. Ich bräuchte hier jetzt mal wirklich die Bilderbrille. Dann könnte ich hier viel schneller was bauen. Aber jetzt müssen wir hier, wo wir schon gebastelt haben, müssen wir mal
ganz kurz strenge Hand anlegen. Wir brauchen sehr viel Eisen. Aber ich glaube, wir können Eisen ja unendlich jetzt umwandeln, oder? Halt. Ich finde, das macht das alles ein bisschen statischer, wenn wir das nochmal ein bisschen unterfüttern mit ein paar Eisenblöcken. Also gut, komm, lass mich mal, willst du mich nicht, er will mich nicht mehr ranlassen. Verstehe es, ich zupfe auch zu sehr, ne? Ich zupfe ihn auch viel zu sehr. Ich mach's tatsächlich so, dass ich das weglasse und stattdessen hier weiter verfahre, aber dann halt erstmal da weiter bauen, ne? Ja. Ist dann alles immer doppelt und dreifach, aber kriegen wir schon hin. Und, den Rest schaffen wir dann auch noch. Auch wenn das alles jetzt ein bisschen länger dauert. Und natürlich Schatten auf die Felder da unten wirft. Allerdings industrialisieren wir uns halt nur ein bisschen mehr, ne? Das ist ja einfach alles so ein bisschen Verschönerungsarbeit. Hier müssen wir natürlich dann auch entsprechend konsequent sein. Die Frame-Einbrüche einfach mal ertragen und sagen, hier geht's weiter. Zack. So, ne? Und hier leider dann das gleiche Spiel, aber was heißt leider? Wir kriegen es ja noch hin. Immerhin. Und das macht's leichter. Also ihr merkt schon, wir haben sehr, sehr viel noch vor und wir haben jetzt immer wieder noch schneller und noch mehr Hunger. Warum auch immer, woran das liegen mag, ich weiß es nicht. Scheinbar ist das wirklich kräftezehrend, diese Arbeit hier. Schienenbau. Oh ja. Das schlaucht ordentlich. Und unser Brotvorrat muss auch bald mal wieder aufgefrischt werden. Moment, jetzt gehe ich mal nicht hier hin. Halt. Komm mal her. So, hier rüber. Hier hin, ne? Ja. So, Dele, ihr Lieben. Bald gibt es auch übrigens wieder einen Stream zu diesem Spiel, zu diesem wundervollen Machwerk. Ist schon in der Planung. Ich habe es jetzt lange leider nicht mehr geschafft, mich Freitag hier zu zeigen, weil meine Freitage sehr schnell, sehr voll waren. Aber das ändert sich auch irgendwann mal wieder. Entsprechend nicht verzagen. Kurando wird bald wieder aktiver sein. Das dann hier, ne? Ja. Damit basteln wir dann hier den Rahmen weiter. Und gehen dann hier entlang. Und könnten dann hier tatsächlich oben vielleicht den Bahnhof erstellen. Das würde dann bis hierhin gehen. Und da mal gucken, ob wir da die Schienen weiterführen. Wäre ja ganz cool, wenn es ein Kreislauf wäre. Ich weiß aber noch nicht genau, wo wir die dann langführen sollten an dieser Stelle. Aber da werden wir schon eine Lösung finden. Notfalls machen wir einen unterirdischen Bahnhof. Stuttgart 21 wird nachgebaut. Tieferlegung von allem hier. Mal schauen. Auch wenn das sicherlich nicht sehr attraktiv erscheinen würde. Aber mal gucken. Ja, kann ich denn mal hier, kann ich mir hier einplatzen? Was ist denn hier los? Weil er da rumhängt? Alles klar. So, Kollege, lass mich mal ganz kurz hier ein bisschen basteln, ja? Sehr gut. Alles klar, hier wollen wir dann nämlich das auch entsprechend weiter fortführen. Um das dann so zu machen. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Am Ende könnte man das doch, glaube ich, so schon lassen. Und das wird sich durch das ganze Land ziehen. Hoffentlich, wenn die Framerate es denn zulässt irgendwann, kann es natürlich auch sein, dass das Spiel sagt, nee, du hast mich so ausgelastet. Jetzt sieh, wo du bleibst! Da, reiß mal die Frames raus. Ruckelparty. Aber egal. Das wird schon. Das wird schon. So, ich werde jetzt... Oh, guck mal, da unten ist es gewachsen. Ich wünschte jetzt auch mal, dass ich jetzt mal das letzte
Tafelzielerfüller, aber dafür muss ich noch ein anderes Brauchtum da unten pflanzen. Aber guck mal da, da sind schon hochgradige violette, nee, pinke Kohlköpfe. Die ganz besonderen sind da schon gewachsen. Das ist doch schick. Haben wir uns auch wirklich redlich verdient, dass wir da auch mal einen Erfolg verzeichnen dürfen. So, die Bahnstrecke sieht jetzt wirklich noch ein bisschen sehr wuchtig aus, ist sie natürlich auch, aber das sieht auch irgendwann, wenn wir das fertig haben und da vielleicht auch so ein bisschen ein paar Stützpfeiler hinmachen an dem Hang, sieht das bestimmt noch ganz gut aus. Und vor allem, wenn es dann nicht nur so gerade Strecken sind. Hier würde ich vielleicht sogar schon ein bisschen früher runtergehen, ne? Wobei, nee, ich glaube, das reicht schon. Das geht schon. Schauen wir mal ganz kurz. Wenn ich hier... doch nicht. Nichts mache. Das wird jetzt natürlich nochmal ein Kraftakt. Eine Herausforderung, mag man sogar meinen. Für mich zumindest. Nein. Oh, jetzt mache ich aber ganz... Mache ich aber alles falsch. Ja. Mekiki! Ein schöner Ruf. So. Machen wir es einfach mal so. Ja, genau so eigentlich nicht, aber... Was bleibt es uns jetzt anderes übrig? Oh. Ich merke schon, meine Bilderfertigkeiten sind hier an der Grenze angekommen. Ich sollte es vielleicht von unten hochziehen. Jetzt komm mal her, mein Freund. Ich überlege tatsächlich auch, ob ich nur eine Schiene oder zwei mache. Guck mal, so weit bin ich schon. Zwei ist vielleicht auch cool, ne? Und dann wird das hier runtergehen. An dieser Stelle wird es dann sich senken. Und was ich jetzt mal testen wollte, ob das denn überhaupt geht, so wie ich es mir vorstelle. Kann man denn eigentlich hier jetzt den hier machen? Wenn ich das auf das hier trimme. Und kann man da dann Schienen machen, dass es so runtergeht? Das hatte ich mich die ganze Zeit gefragt. Und die Antwort werden wir jetzt erfahren. Ihr habt es noch nicht ausprobiert, ne? Vielleicht sollten wir das aber auch erst später. Wir können auch hier mit... können wir auch arbeiten noch mit. Aber wir haben ja so viele Möglichkeiten. Wo sind denn meine Schienen jetzt hin? Habe ich die weggeworfen wieder? Ich sehe mal wieder nichts. Hier müssten die sein, ne? Da. Geht das? Nee, ne? Das geht nicht. Der verkackt das total. Wenn ich hier Doppelschienen... Ich glaube, ich mache das doppelt, ne? Guck mal, aber wir sehen schon unsere Aufgabe. Machen wir so statt einer. Ich weiß nicht, kann man auch parallel fahren. Finde ich fast cooler. Ah, der verkorkst das total. Dann nehmen wir hier den. Fände ich cooler, wenn das irgendwie so... schnurglatt wäre. So, aber so... Ja gut, schauen wir mal. Was sich so noch ergibt. Wir können ja erstmal das jetzt hier weitersetzen. Ah, hier sind wir schon aus dem Gebiet raus, ne? Das erkennt er schon nicht mehr an. Macht aber nichts. Wir brauchen auf jeden Fall ganz viel Stahl, ganz viel Eisen. Und müssen hier dann tatsächlich noch sehr, sehr viel eifriger rumwerkeln und rumschaffen. Guck mal, da kommt schon eine Kleine. Pass auf, dass du nicht runterfällst, Milady. Pass auf! Nicht runterfallen! Nicht runterfallen, ist gefährlich hier! Kein Spielplatz für Kinder! Wir müssen wirklich mal schauen, wie wir das machen und ob wir dann vielleicht 20.000 Hochöfen da erstellen und dann unendlich viel Eisener verhünden. Mal gucken. So wird es weitergehen. Hier würde dann die Brücke entstehen und hier würde es sich absenken. Ich glaube, dafür brauchen wir eine ganze Folge, ey. Für diesen Absenkungsvorgang.
Meine Fresse. Ist das ein Akt? Das ist ein Akt. Haben wir gar nicht noch nie gesehen, ne? Wenn ich jetzt wüsste, wie, wo wir hier ankommen, müsste ich vielleicht mal ausrechnen. Wäre vielleicht leichter, ne? Weil das jetzt hier so zu machen, ey. Boah, ne. Ich hab auch noch nicht diese Kack-Bilderbrille da freigeschaltet. Ich Tor. Ja, aber warte, wir könnten es ja erstmal so machen. Das würde dann da. Zack, zack. Ja, ne? Jetzt können wir gleich auch leichter bauen. Nein. Können wir nämlich dann immer wieder abreißen. So, ne? Ich glaube, das wäre gut. Und hier können wir auch gleich eigentlich schon bei der Höhe bleiben. Ich will eine bestimmte Höhe auch immer einhalten. Und hier im Mondschein zu arbeiten, ist natürlich ein besonderer Reiz. Besonders charmant auch. Und mal gucken, ob wir hier dann wirklich auf der Höhe auch gut runterkommen. Erstmal so machen, ne? Kann ich jetzt hier wieder abreißen? Nochmal nicht. Und stattdessen dann einmal sagen, dahin, 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 dahin. Ja. Das mache ich jetzt mal ganz kurz, dass wir wissen in etwa, wo wir hier bleiben wollen. Ja, komm. Lass mal hoch. Bisschen tiefer sollte es natürlich schon sein. Dass man so ein bisschen im Tal absegelt. Eine Höhe kommt denn zu hoch, darf es auf jeden Fall nicht gestaltet werden. Mal gucken. Jawohl! Ist ein Kraftakt, aber es lohnt sich. Es zahlt sich aus. Es zahlt sich aus. Guck mal, jetzt können wir nämlich den hier ranhauen. Zack. Und das Spiel müssen wir jetzt einfach mehrfach machen. Oder wir bauen uns einfach noch ein Hilfsgerüst hier irgendwo hin. Dann haben wir es auch schon erledigt. So, komm, zack, weg damit. Aber ich finde das mit den Metallblöcken eigentlich ganz schick so. Da können wir dann echt schon mal ganz gut was leisten. Und es sieht auch optisch nicht allzu hässlich aus. Meine große Furcht ist wirklich, dass wir hier Hässlichkeiten erstellen. Und hier dann entsprechend das so drauf fertigen, dass es auch passt. Und dann der Weg nach unten geebnet ist. Aber wie gesagt, es ist natürlich auch noch für zukünftige Folgen ein ganz großes Thema. Wird uns noch sehr lange beschäftigen wahrscheinlich. Deshalb Kurando muss mehr aufnehmen, muss mehr produzieren, muss mehr schaffen. Damit wir hier auch irgendwann vielleicht mal mehr Ergebnisse sehen. Und wir müssen mal schauen, ob wir das hier wirklich mit so schrägen machen. Aber wahrscheinlich lohnt sich das nicht halt. Und hier und da vielleicht ein paar Akzente so. Geländer oder Stützbalken hin. Und schon sieht das sicherlich alles weitaus hochwertiger aus. Mal gucken, ob ich das... hier kann ich das natürlich... weiß ich nicht. Wenn ich hier jetzt mal den hier nehme... würde gehen, ne? Ist natürlich da nicht ganz so schick. Aber letzten Endes finde ich es ja fast doch besser, ne? Ja. Ich mag es irgendwie lieber. Sieht so steiler aus. Gefährlicher. Ha! Oh, jetzt habe ich ja... die da unten habe ich wahrscheinlich jetzt angefeilt, ne? Oh, scheiße. Da muss ich aufpassen. Nein! Jetzt mach ich. Jetzt reicht's hier aber wahrscheinlich im Spiel, ne? Ich zerschneide zu viel. Ah, okay, gut. Das war ein Fall,
der mich aufrütteln sollte, um zu sagen, ey, Kodando, lass mal lieber, du machst hier wirklich nichts Schönes gerade mehr. Aber wir können es ja immer wieder ausbessern. Und dann nochmal das Werkzeug zücken. Das nicht. Ach, wir können es auch wieder rankleben. Das ist ja gut. Dann hat es ja geklappt. So und so. Und wie gesagt, ich bin hier dann so, dass ich das dann nach oben führe und dann auch Massimo irgendwann glücklich mache. Müssen natürlich noch sehr viel mehr gesetzt werden. Aber das machen wir ja auch noch, ne? Gut, das an. Dann geht es nämlich ganz steil runter. Und hier dann zum Bahnhof. Dieses schönen Ortes. So, liebe Leute, ich gehe mal wieder hin und verabschiede mich für diese Session. Es war wieder mal eine große, große Freude, mit euch hier zu arbeiten und weiter kreativ zu agieren. Beim nächsten Mal geht's natürlich weiter. Mal gucken, womit. Wahrscheinlich mit der Schienenstrecke und hoffentlich auch mit dem der roten Tafel hier und dem Ganzen, was dann noch folgen mag. Das war's und ihr könnt nochmal schön kommentieren und liken und vor allem das Neue, die Neuerung auf meinen sozialen Medien mir folgen und machen und das wäre mal schön, wenn ihr da vielleicht dann auch noch aktiv mit partizipieren würdet. Das sei gesagt und damit verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.